Hallo und herzlich willkommen zu Ihren SRK-TV-Nachrichten, heute mit diesen Themen. Erste Reaktionen: Stopp der KfW-Bundesförderung für effiziente Gebäude. Dazu BDH-Hauptgeschäftsführer Markus Staudt im Interview. Grohe Quickfix-Armaturen in der Kritik. Bayerische SRK-Innungsfachbetriebe lehnen Selbstmontage ab. Der Antrags- und Zusagestopp der KfW für die Bundesförderung für effiziente Gebäude sorgt bei Verbänden für großen Unmut. Der Förderstopp war laut Bundeswirtschaftsministerium notwendig geworden, weil die vielen Förderanträge für energieeffiziente Neubauten offenbar den Rahmen gesprengt hatten, mit der nun geltenden vorläufigen Haushaltsführung nach dem Regierungswechsel. Die Bundesregierung müsse, so Christian Noll, geschäftsführender Vorstand der deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V., jetzt sofort die Planungssicherheit für alle Beteiligten wiederherstellen. Es brauche ein nahtloses Weiterlaufen des erfolgreichen Programms für die energetische Modernisierung mit bedarfsgerechter Mittelausstattung. Der TGA bezeichnet den Stopp als schweren Schlag. Ohne verlässliche und kontinuierliche Förderung, so Geschäftsführer Christoph Brauneis, werde Deutschland die nationalen und europäischen Energiespar- und Klimaschutzziele im Gebäudesektor nicht erreichen können. Ursache des Nachfragebooms war ein Beschluss der letzten Bundesregierung, den Neubauförderstandard Effizienzhaus 55 diesen Monat enden zu lassen. Nicht betroffen von dem Förderstopp sind Einzelmaßnahmen in der Sanierung, zum Beispiel ein Heizungstausch. Großes Thema natürlich auch beim Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie. Wir haben mit Hauptgeschäftsführer Markus Staudt gesprochen. Ja, Herr Staudt, der Förderstopp kam ja doch recht plötzlich. Wie bewerten Sie das aus BDH-Sicht? Welche Auswirkungen hat das? Ich glaube, da muss man schon noch mal abschichten. Überraschend kam der Förderstopp für bestimmte Bereiche, aber nicht für alle, weil die alte Bundesregierung hatte den Förderstopp zu Ende Januar für das Effizienzhaus 55 ja bereits im Herbst beschlossen und angekündigt. Dass es jetzt einige Tage vorher kommt und weitreichender ist, das ist, glaube ich, das Überraschende. Es zeigt aber eben auch, wie sensibel der Markt auf so harte Zahlen bzw. Grenzen umgeht, wie der damit umgeht. Und das muss man immer im Kalkül haben, die politische Seite, wenn sie solche Dinge auslaufen lässt. Und das, was ich als Problem sehe, ist das Vertrauen immer in solche Fördermaßnahmen. Ja, das ist immer extrem wichtig, dass die Investoren, die Verbraucher Vertrauen haben. Und da ist wahrscheinlich einiges kaputt gegangen und da wird die Bundesregierung jetzt was tun müssen, dass das Vertrauen auch wieder zurückgewonnen wird. Jetzt gab es ja auch von Seiten einiger Verbände doch starke Kritik. Können Sie das nachvollziehen? Natürlich gibt es immer unterschiedliche Betroffenheiten und viele haben sich darauf verlassen, dass das läuft. Und am Ende sind es immer die, die das umsetzen, die dann natürlich dann auch die größte Betroffenheit haben. Und natürlich ist es ein Impuls für den Markt. Für unseren Bereich kann ich sagen, unsere Förderung läuft weiter. Die Einzelmaßnahmen, die über die BAFA abgewickelt werden, werden weiter gefördert, was extrem wichtig ist. Wir sehen es an der Entwicklung der letzten beiden Jahre im Heizungsmarkt, der sehr gut zugelegt hat, im zweistelligen Bereich, der Gesamtmarkt, Einzeltechnologien in sehr guten, mehrfachen prozentualen Bereich, wie die Wärmepumpe oder der Biomasse-Kessel. Und das läuft weiter, das ist wichtig. Natürlich, wie gesagt, mit Blick voraus und die Ziele der Bundesregierung, 400.000 neue Wohnungen bauen zu wollen, muss man sich natürlich dann die Frage stellen, wie passt das zusammen mit so einem Stopp in dem Bereich und wie wirkt sich das dann letztlich auf das Investitionsverhalten, aber auch auf die Qualität der Bauten aus. Und da wird man sicherlich das gut beobachten müssen. Wie gesagt, die Betroffenheit ist sehr unterschiedlich und von daher kann ich natürlich so Kritik von den entsprechenden Verbänden auch nachvollziehen. Und vor allen Dingen ist natürlich jetzt die Frage, wie geht das weiter? Clara Geiwitz, die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, hat ja sich für eine schnelle Neuregelung für die Vergabe der KfW-Förderprogramme ausgesprochen. Was glauben Sie, was ist da zu erwarten oder was erhoffen Sie sich? Naja, wenn ich mich jetzt daran orientiere, was in der Pressemeldung oder Verlautbarung der Bundesregierung steht, dass man eben sagt, der Effizienzhaus 55 ist heute Standard, ja, deswegen braucht man ihn nicht mehr fördern, dann gehe ich davon aus, dass man eben einen höheren Standard zukünftig fördern wird, vielleicht sogar noch fokussierter.
Aber wichtig, glaube ich, ist jetzt erstmal, dass die Bundesregierung Vertrauen schafft bei denen, die jetzt einen Antrag gestellt haben, in dem Glauben, dass sie Fördermittel kriegen. Da müssen sie schnell eine Lösung finden, weil, wie gesagt, wenn das Vertrauen mal weg ist, dann dauert es immer relativ lang, bis die Investoren und die Verbraucher da wieder das zurückerlangen und bereit sind, auch wieder in die Maßnahmen zu investieren. Und hier nochmal, man sieht die Entwicklung der letzten beiden Jahre in unserem Bereich. Da haben die Leute Vertrauen geschöpft, investieren in effiziente Heizsysteme, in Klimaschutz. Und wie wichtig das ist für die Verbraucher und Verbraucher, zeigen eben die Zahlen. Ja. Bauen und Wohnen, Sanieren hat seinen Preis, und für viele Menschen ist hier die Förderung ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Herr Staudt, vielen herzlichen Dank. Ja, und letzte Woche haben wir mit Grohe Deutschland Geschäftsführer Alexander C. gesprochen. Thema waren die Quickfix-Armaturen, entwickelt für den Endverbraucher. In der Sache macht sich jetzt offenbar unter den SAK-Betrieben in Bayern Unmut breit. Der Fachverband Sanitär, Heizung und Klimatechnik Bayern hat eine repräsentative Umfrage unter den Innungsfachbetrieben durchgeführt. Demnach lehnen diese die Ausweitung der Vertriebsschwerpunkte an Heimwerker, Hausmeisterservices und so weiter ab. Sie führe zu einem unrechtmäßigen Eingriff in die Trinkwasserinstallation und bringe erhebliche Risiken für die, Zitat, Hobby-Laienschrauber mit sich. Landesinnungsmeister Erich Schulz äußert sich wie folgt: Aus meiner Sicht stellt Grohe durch das Angebot dieser Heimwerkerarmaturen ihren Umsatz über die Sicherheit der Trinkwasseranlage in Haushalten. Jede Änderung an der Trinkwasserinstallation muss zwingend durch einen gemäß TRWI qualifizierten Handwerker durchgeführt werden. Neben der Bedrohung von Leib und Leben der Heimwerker und deren Familien treten weitere unkalkulierbare Risiken durch mangelhaft hergestellte Verbindungen zu Eckventilen oder das Ab- oder Herausreißen der Eckventile auf. Es werde nicht lange dauern, bis die Versicherungswirtschaft auf diese Missstände aufmerksam wird und dann gegebenenfalls die Haftung bei auftretenden Wasserschäden ablehnt. Ja, soweit die Nachrichten für heute. Ein Hinweis noch für morgen. Morgen gibt es den dritten Teil unserer sechsteiligen Serie mit Rolf Steffen, 1a Arbeitgeber werden, sein und bleiben. Gerne reinschauen in unsere Rubrik Extra. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin.